Ja, guten Morgen. Die Sonne scheint. Mein Kaffee ist eingegossen, was ich sehr genieße. Selbstgemacht, wie immer, das Beste. Ja, ansonsten gibt es einiges Neues bei mir. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, eine Action-Kamera. Genau diese, wo ich jetzt gerade reinschaue, das ist meine neue Errungenschaft. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, in Verbindung mit meiner gestandenen Kamera, die ich dort oben habe und mir schon sehr viele tolle Dienste geleistet hat. Ja, es ist ein kühler Frühlingstag, der aber verspricht, immer schöner zu werden. Ich bin im oberen Donautal unterwegs. Jetzt flattert mir gerade der Wind hier rein. Und ich bin dort mit meinem Kaschmobil natürlich wieder unterwegs, ist ja klar. Und ich stehe direkt an der Donau. Das ist ein kleiner Abhang, an dem ich da stehe. Und gucke auf die Felsen, die die Donau umgeben. Und ich finde das einfach ganz wunderbar hier. Es ist bei Beuren. Und ja, wie gesagt, im oberen Donautal. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus mit meiner neuen Kamera in Verbindung mit meiner alten Kamera und möchte einfach mal sehen, wie diese Reaktion, wie es ist, wie die Qualität ist und alles andere drumherum. Es ist meine erste Action-Kamera, die ich bisher hatte und hoffe, dass ich da Positives mit erfahre. Es funktioniert über eine App, dass ich das praktisch per Handy steuern kann, die Aufnahme und auch darüber sehen kann, und das finde ich ganz gut. Auch wenn viel diskutiert wird über Datenschutz etc., aber ich muss sagen, mir gefällt es bis jetzt. Gut. Der Wind frischt auf, die Sonne kommt auf. Es ist einfach, es wird immer wärmer, es wird immer schöner. Wir haben Anfang April, Ostern ist vorbei. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal, was mir diese ganze Geschichte hier bringt. Viel Spaß, auf jeden Fall an der Freude. Da bin ich mir ganz sicher. Darauf einen Kaffee. Ja, gut. Wir werden sehen, was dabei rauskommt und was dabei Schönes entstehen wird. In diesem Verhältnis sage ich einfach mal viel Spaß. Beim Gucken meiner Filme. Es ist nichts Einfaches. Ich bin froh, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, mehr als über einen Daumen nach unten. Ein Daumen nach unten zeigt mir die Kritik, die praktisch dann nicht gefallen zeigt. Andersrum wäre dann ein paar Worte, die dazu das ein bisschen erklären, ganz hilfreich, damit man weiß, was man ändern muss und was man so belassen kann. Es ist einfach die Tatsache, ich bin kein Profi, ich habe nicht irgendwas da in diese Richtung gelernt und mache das aus Freude und Spaß. Ja, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen dabei mithelfen. Auf jeden Fall helft ihr mir schon, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich dann praktisch dadurch eine kleine Wertschätzung erfahre. Das freut mich und ich möchte euch gern ermuntern, gern und heftig und kräftig darauf zuzugreifen, um dann meinen Kanal zu abonnieren und vielleicht auch ein bisschen Freude mit mir zusammen zu haben bei meinen Unternehmungen mit meinem Kaschmobil. Bis dahin,
alles Gute. Ich mache Winke, Winke in die Kamera. Ich mache Winke, Winke in die Kamera. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was aus diesen Beinschnitten werden wird. Es ist so schön hier. Es ist einfach herrlich.